Es gibt ja auch Menschen, die sagen, boah, ich würde sehr gern ehrenamtlich auch mithelfen, ich will mich beteiligen, die sich aber dann auch gleichzeitig fragen, ja, ist das Projekt denn bekannt? Habt ihr denn irgendwo eine Lobby? Oder treten die immer nur so im kleinen Kämmerlein in Köln auf? Was hast du denn da für Erfahrungen gemacht? Also auf welchem Parkett habt ihr denn in dem letzten Jahr schon euer Projekt vorstellen dürfen und auch mitdiskutieren können? Ja, also da kann ich aus voller Überzeugung sagen, wir sind bekannt, auch über Köln hinaus. Was mich auch sogar sehr, also wirklich sehr, sehr freut. Ich habe Pflegemacht schon vor einem halben Jahr, etwa ein bisschen mehr als einem halben Jahr gegründet. Und habe wirklich mit der Arbeit angefangen und innerhalb von kürzester Zeit habe ich deutschlandweit unglaublich viel Unterstützung erfahren. Angefangen beim Aktivcamp, bei Elisabeth Scharfenberg, bei Judith Ebel. Dann wurde ich eingeladen, beim Workshop Personal mitzumachen beim Westdeutschen Pflegekongress, war da auch mit dabei bei der Podiumsdiskussion und ja, habe auch weiterhin immer wieder Anfragen aus ganz Deutschland und für Kongresse oder für Veranstaltungen zur Gewinnung von Auszubildenden. Und ja, es hat sich tatsächlich wahnsinnig schnell in ganz Deutschland verbreitet. So schnell können wir gar nicht weiterarbeiten. Langfristig, aber also total super, weil es auf jeden Fall unser langfristiges Ziel ist, auch Pflege macht Schule, also tatsächlich das Engagement an Schulen in ganz Deutschland zu verbreiten. Und ja, langfristig suchen wir dann auf jeden Fall genau diese engagierten Leute, die ja die Lust haben, das vielleicht auch ja, eine Pflegemachtschule Hamburg oder München zu eröffnen. Ja, genau. Und das ist dasselbe Thema wie bei Manuela. Du hast das kleine Flämmchen als Erste angezündet und jetzt braucht es immer wieder viele weitere Flämmchen in ganz Deutschland, damit Schluss ist mit dem Jammern, oder? Genau.